Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Heute mal hier im Menü der Start. Denn ich habe es geschafft. Ich habe den Fight, der letzten uns als unmöglich erschienen ist, geschafft. Es war gar nicht mal so einfach. Ich erkläre mal kurz. Ich will nicht rausgehen, weil gar kommt eine. Also vielleicht kommt es dann eine Videosequenz. Das will ich komplett drin haben und vorher will ich erklären. Wir haben jetzt mit Feuerpfeilen gekämpft. Doch der Feuerbrotrücken ist erstens immun gegen Feuer. Zweitens, Feuer stärkt ihn. Drittens, normale Pfeile hätten ihn 300 Millionen mal so viel Schaden gemacht. Boah, kann man null multiplizieren, sodass ein Ergebnis rauskommt? Ich habe keine Ahnung. Müsst ihr wen anders fragen. Aber auf jeden Fall, es war gar nicht mal so schwer. Ich hätte es eigentlich aufnehmen können, habe ich aber nicht gemacht, weil es war trotzdem ein Fight, der 15 Minuten lang ging, weil ich hatte einfach keinen Frostbogen. Ein Frostbogen wäre so effektiv gewesen gegen so einen Feuerrücken, aber naja, wir haben es geschafft. So spannend war der Kampf. So, und hier ist der Kern, den wir überbrücken müssen. Irgendwo da liegt die Leiche, da bin ich richtig stolz drauf. Wahrscheinlich drüben irgendwo. Ja, da drüben liegt die Leiche. Leichefall. So, wir überbrücken den Kern. Was genau wird jetzt passieren? Hoffentlich kommt nicht noch mehr. Haben wir es denn geschafft? Dunkle Maschine. Das hilft mir, sie zu überbrücken. Oh. Das bedeutet, ich habe einen Fertigkeitspunkt erhalten und... Was? Sigma verfügbar. Überbrückungen freischalten. Nice. Sägezahn! Krasser! Landflohen! Plünderer, ich kann Sägezahn! Ich kann Sägezahn überbrücken! Was? Wie geil! Ne, ehrlich, jetzt kann ich Sägezahn überbrücken. Ich gucke jetzt das nach. Das machen wir dann nämlich sofort. Fucking was? Ich kann einen fucking Sägezahn überbrücken. Wo komme ich das nach hier? Maschinen. Sägezahn. Überbrückung entsperrt. Wir können einen fucking Sägezahn überbrücken. Wir können einen fucking Sägezahn überbrücken. Leute, was? Wie geil. Aber Leute, wir gehen erstmal auf Quests und gucken mal, was wir so haben. Egal, wir gucken nicht, was wir so haben. Wir suchen einen Sägezahn. Wird ein Sägezahn angezeigt? Ich glaube nicht, ne? Aber wir werden schon irgendwann mal wieder auf einen Sägezahn treffen. Verdorbenes Zone. Stufe 15. Ich will nicht die verdorbene Zone. Nee. Ja, nice. Dann haben wir das geschafft. Dann gehen wir wieder zu einer Quest. Vorratsengpässe. Zuflucht. Wandert nochmal. Die zurückgekehrte Kriegsherrin Sona braucht Hilfe bei der Verstärkung der Nora-Verteidigung. Ja, ganz nice. Das wissen wir schon. Ein Jäger in Mutterkrone hat Aloy gebeten, ihm beim Sammeln von Iberhäuten zu helfen und das Erbstück wiederzufinden, das er auf der Flucht vor einem Sägezahn verloren hat. Den Sägezahn hätte ich eigentlich ganz gern. Zuflucht. Dens Kriegerkameraden sind in der verbotenen Ruine von Teufelsdurst geraten. Als Sucherin könnte Aloy sie aufspüren, ohne den Nora-Tabu zu brechen. Okay, dann wir machen das hier, weil der Sägezahn lacht mich an. Vielleicht kriegen wir da einen Sägezahn. Die Wahrscheinlichkeit ist ja doch da. Das sind wieder zwei Punkte jetzt. Ich will den Ring. Nicht die Eberhäute. Ich will nicht die Eberhäute, ich will den Ring. Wo gibt's denn den Ring? Gut, dann gehen wir dahin. Alles klar. Pony! Komm, du wirst zwar bald ersetzt und so, aber noch brauche ich dich. Kann man auf einem Sägezahn nachher reiten? Das wäre natürlich das Epischste auf der Welt. Aber ich weiß, glaube ich, nicht. Es ist mir nichts von irgendjemandem bekannt, der auf dem Sägezahn geritten ist. Ich glaube, das geht nicht mal. Bevor wir zu einem Sägezahn gehen, sollten wir vielleicht das hier aufsammeln, um uns vollzuhalten. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Jetzt. Du da! Ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlachtet. Was wäre hier? Hä? Unterversorgt, neue Nebenquests. Was? Mach doch eine Nebenquest mal alleine. Ich muss mich hier voll heilen und dann hole ich mir einen Säbelzahn. Dann komme ich zurück, Leute. Keine Sorge. Was ist das hier? Ist auch so ein heilendes Zeug, ja. Jetzt sind wir voll gehalten. Nice. Okay, dann gehen wir drauf. Mal nachcraften hier, was ich nicht kann, weil... Dann mal los! Komm, wir reiten drauf zu.
Hör doch los. Ich will diesen Sägezahn jetzt haben, verdammte Scheiße. Ich weiß, dass wir nicht im Kampf sein dürfen, wenn ich in der Brücke. Ich muss mich an diesen Sägezahn anschleichen. Was wahrscheinlich das größere Übel werden wird als ein Kampf. Ist sein Leben. Läufer. Ich glaube, in den Sägezahn hier, wir werden ja auch keine Läufer. Wir sind aber auch noch ein bisschen entfernt, ne? Nee, geht eigentlich. Läufer, komm ich mal. Hallo, ich bin hier. Hallo. Komm schon. Ich bin direkt hier. Ich bin hier. Mutter? Was? Der Mann seid ja aggressiv. Okay, du wolltest es so. Hier, das steht sogar in deiner Akte. In deiner Akte vor allem. So. Ich baue noch mehr. Hol diesen Reinholz. Da, Reinholz. Ich muss mir wieder voll craften. Ich habe schon so viel Zeug, dass es zu craften gibt. Soll ich das hier auch voll machen? Langsam. Wieso langsam? Hier ist doch nichts. Halo, du machst mich nervös. Halo, hier ist doch nichts. Da ist doch nur ein Wildschwein. Wieso langsam, Halo? Das brauche ich vielleicht noch. Ich meine, ich hätte jetzt gern Säbelzahn sogar, aber ist kein. Also wie so langsam, Aloy, verstehe ich nicht. Weil ich finde es einfach mega dumm. Ich wollte gerade irgendwas loben aus dem Spiel. Ich weiß gar nicht mehr was, aber warum springt dieser Punkt immer um? Kann er nicht ein Fixpunkt in der Gegend sein? Das wäre viel lustiger. Obwohl, warte mal. Da gab es doch eine Einstellung. Steuerung. Oder ging das irgendwo anders? Ne, ich glaube, das konnte man anders irgendwie einstellen. Brotkrümel-Navigation, wenn ich das ausstelle. Okay, dann. Ne, das stellen wir aus. Dann habe ich nämlich hier ein fixes Ziel, wo ich hin muss. Dann zeigt er mir nämlich nicht die ganzen Wege an. Das brauche ich doch einfach alles nicht. Zu auf. Da reicht es doch, wenn ich da den fixen Punkt habe, oder? Ich bin hier, glaube ich, schon im Gebiet, ne? Aber geht in die falsche Richtung, ich muss rüber. Warum sind aber trotzdem keine Säbelzähne? Oh doch, da ist ein Säbelzahn. Okay, die Jagd beginnt. Wildschwein. Hä, wo ist denn das hingetan? Bin ich dumm? Da ist eine Spur. Hier nicht in Deckung. Hier ist er ja auch nirgends. Wo ist er denn bitte hin? Hallo? Der Sägezahn? Ich warte, bis er wieder hier rumkommt.
Habe ich jetzt gerade angelockt? Habe ich den Säbelzahn angelockt? Den Säbelzahn angelockt. Wenn das jetzt funktioniert, entweder es funktioniert und wir haben einen echt geilen Begleiter, oder wir sind gleich tot. Oh, ich bete. Bitte, 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 bitte. Ja! Kann ich ihn reiten? Alter, schreck mich. Okay, ich kann ihn zwar nicht reiten, aber wir haben einen heftigen Wachhund jetzt, wie es aussieht. Okay. Sammle 4 Eberholz. Alles klar, dann sammeln wir die Fieber heute halt. Alter, was macht doch so viel Krach im Hintergrund? Ach. Du hast doch Eberhaut, oder? Ja, Wildschweinhaut. 16 Stück. Wo sind die Eber? Wo ist der Eberhard? Da hinten ist der Eberhard. Kann er mich verarschen? So, down. Ist heute ein bisschen so eine Rohstoffsammelfolge, habe ich sogar gefühlt. Die Spannung ist heute nicht dabei, aber. Das gehört halt auch zu diesem Spiel, dass wir dieses Entdecken, dieses Reinholz sammeln und einfach mal die ganze Munition nachcraften. Denn man hat einfach so fucking viel Munition in dem Spiel. Was eigentlich sogar toll ist. Aber manchmal fuckt es ein bisschen ab. Jetzt habe ich schon 5 verschiedene Sachen, die wir dauernd nachcraften müssen. Am Anfang hatten wir eine. Ob daran etwas Positives oder etwas Negatives ist? Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Oh ja, und nee, mit dem Typen hier nicht. Wo ist denn? Wo ist der Sägezahn? Was? Was? Wo ist. Was? Wo ist denn der Sägezahn jetzt weg, bitte? Wieso ist der Sägezahn? Verstehe ich jetzt nicht. Leute, wenn ihr das wisst, ab in die Comments damit. Ich verstehe das echt gerade nicht. Wieso ist der. Ich muss das nicht verstehen. Das Lustige ist ja, ich höre ihn. Freundliche Maschine. Okay. Hey, Sägezahn, hallo. Freundliche Maschine. Alles ist richtig. Jetzt muss ich kämpfen. Feindliche Maschine. Was bin ich für ein Dummkopf? Ich lese freundliche Maschine. Ray, was ist denn los? Oh, der Kämpfer. Ist ja auch kein Problem. Ach, ich weiß, bei dem Feuerschaden effektiv. Dann setze ich es ein. Oh, jetzt rennt er, der Kleine. Der ist wesentlich einfacher als so ein Feuerbogen. Sind die
gleich raus. Nächste Mal. Easy. Und wenn mir schon easy einfällt, dann fällt mir auch gerade ein, dass ich bei den Fertigkeiten was machen kann. Wir haben 4 Punkte. Dann werden wir das hier lernen. Zielen. Und wir haben jetzt 2 Pfeile. Warum jetzt wirklich doppelten Schaden? Das würde mich interessieren. Ein E, weil er gerade nicht am Weglaufen ist, bitte. Also die Tiere einfach sehen. Ich fight hier mit so einem riesigen Robotermonster und die sind immer noch. Ja, ist drauf. Easy. Also das macht wirklich doppelten Schaden. Das macht einfach doppelten Schaden. Und nachher kann man ja auch 3 Pfeile miteinander quasi verwenden. Was dann noch mehr Schaden macht. Was dann noch eine extremere Waffe darstellt. So, jetzt wollen wir noch eine Eberhaut, Leute. Komm schon, ich will den Teddy. Womit fließe ich eigentlich? Mit dem Jägerpfeil, okay. Ich glaube sogar der Scharfschützenpfeil sollte deutlich mehr Schaden machen. Finde den Ring. Okay, dann machen wir den Ring auch noch schnell. Ich will die ganze Quest heute in dieser Folge abhandeln, weil ich finde diese Quest, wo man einfach sagt, ja, geh dahin, sammel so viel von dem und dann komm zurück, dann kriegst du eine Belohnung. Die finde ich einfach nicht kreativ und nicht spannend. Muss ich schon ganz ehrlich sagen, das sind diese typischen MMO-Quests, die mich bei Final Fantasy beispielsweise immer so abgefuckt haben. Jedenfalls bin ich jetzt wach. Aber das ist ein Laser, da kann ich das nicht riskieren. One-Shot. Wie geil! Ich brauche die richtige Munition. Wie geil das einfach ist. Ich liebe es, wenn die so dermaßen explodieren. Okay, ist akzeptiert. So, wofür willst du diesen eigenartigen Ring? So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ja, das ist auch übrigens allen Spielen so. Darüber könnten wir eigentlich auch mal reden. Wie die Charaktere so viel Zeug, was sie rumschleppen können. Das ist so ein Phänomen von Videospielen. Wo soll ich denn hier jetzt mit diesem Ring suchen? Schwierig, die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war Time. Und ein Wildschwein. Okay, dafür diese Richtung, alles klar. Nicht markiert. Woran starb es wohl? Schaum um das Maul. War es sein Futter? Hier ist ein Wildschwein. Etwas steckt ihm im Hals. Mal sehen. Ja, das ist Times Ring. Lecker. Schön. Aber ich habe das immer noch ein bisschen verwirrt mit dem Säbelzahn. Warum ist er nicht bei uns geblieben? Leute, wenn ihr das wisst, auf jeden Fall in die Kommis drin. Das würde mich mega interessieren. Das wäre auch mega essentiell, weil was bringt es mich, wenn ich einen Säbelzahn ziehe und der trotzdem nur bei seiner festgelegten Spur bleibt? Das bringt er dann reichlich wenig. Also mir als Jäger dann. Komm ich hier hoch? Ich meine, das sind markiert. Ja, komm ich, okay, sehr schön. Finde ich sehr sozial. Komme ich hier auch hoch? Sehr schön. Ach, dann sind wir hier. Okay, sehr schön. Ach ja, hier sind wir ja vorher, glaube ich, letztens drüber. Ja, ich glaube, da sind wir drüber. Nice. Das überlebe ich. Dankeschön. Wie viele Kletterpfade hier einfach sind. Ey, Leute, hoch. Hopp. Hey, Leute, komm mal rüber.
Und so, und dann Slackline. Ey, nein! Du Kleine! So, hoch. Und rüber. Achso, geht mal runter, okay. Wollte ich eigentlich auch mal testen. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mal die Nebenquests ein bisschen neben liegen lassen, weil diese sammeln so viel, bringen mir das und kriegt eine Belohnung. Das finde ich ist nicht das Beste an diesem Spiel. Wir werden auf jeden Fall nächstes Mal die Hauptquest weitermachen. Wenn wir die Mission der Hauptquest fertig haben, dann werden wir mal wieder Nebenquests weitermachen. Ich will einfach eine gesunde Balance haben aus Nebenquests und Hauptquests. Und da wir ja gerade vollgeballert werden mit Nebenquests, kommt dann nächstes Mal die Hauptquest. Wir speichern nochmal schnell. Denn ich habe richtig Bock zu wissen, wie es weitergeht. Hi. War die Jagd erfolgreich? Natürlich. Ich habe die Eberhäute und dein Glücksring, Time. Mutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich frage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Oh ja, das ist... Aber Leute... Oh, Fertigkeitspunkt. Oh, ne, die Belohnungskiste, okay. Da gucken wir doch schnell rein. Schatzkiste. Nice. Gegengift. Haben wir uns noch irgendwas? Fettes Fleisch auch schön. Und Zunder. Man kann ja auch Explosionspfeile herstellen. Ich weiß noch nicht, wo und wie und warum. Also warum schon, aber wie, weiß ich nicht. Aber Leute, ich würde sagen, freut euch auf die nächste Folge, da es weitergeht in Hauptquest. Wir werden auf jeden Fall wieder mega heftiges Storytelling am Start haben. Und ja, ich verbleibe mit einem Rayon Sektor. Macht's gut und...